Welcome back to my channel. ASMR Emotions Ina. Hey meine Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ein paar Fakten über mich. Und zwar 20 Fakten über mich. Erstens. Status und Besitztümern beeindrucken will, verliere ich schlagartig das Interesse. Drittens, meine Lieblingsband. Als Teenager war in New Kids on the Block. Da grundsätzlich immer von hinten angefangen zu lesen, habe ich mir jetzt mittlerweile aber irgendwie wieder abgewöhnt. Fünftens, ich bin 1,70 groß. Sechster Fakt über mich. Ich habe braune Augen. Siebte Fakt über mich. Ich liebe Schichtkohl. Schichtkohl in allen Variationen. Schmorkohl. Oder Rosenkohl. Rouladen. Kohlrouladen. Ja. Liebe ich einfach. Könnte ich immer essen. Ich habe in der Oberstufe geschwänzt einige Stunden, die am Nachmittag waren, und Asche auf mein Haupt. Ich habe sogar Entschuldigung geschrieben und die Unterschrift meiner Mutter gefälscht. Ja. Aber ich glaube, das hat jeder schon. Als Teenager haben wir viele Telefonpranks gemacht. Oh Mann, das war so lustig. Wir haben viele Menschen verarscht. Also der größte Prank war eigentlich, dass wir wahllos Leute angerufen haben und Folgendes gemacht haben, und bestimmt 90% haben tatsächlich mitgemacht. Wir haben gesagt, dass wir von der Telefongesellschaft anrufen und die Leitung überprüfen müssen. Und zwar gab es viele Störungsmeldungen, dass die Qualität der Telefonleitungen sehr, sehr schlecht ist, und deshalb
passiert oder ob etwas passiert. Ja, und das haben tatsächlich ganz, ganz viele Menschen mitgemacht. Und dann haben wir gepustet. Also lauter, ich will das bloß nicht so laut machen. Und das war so lustig. Einige haben gesagt, ja, es kommt Staub raus, einige nicht. Und oh mein Gott, dabei so ernst zu bleiben. Aber wir haben das geschafft und das, ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind. Das war so lustig. Und es haben wirklich so, so, so viele mitgemacht. Naja, das war nur so ein ja, Beispiel. Wir haben auch oft so Leute angerufen. Auch meine Schwester verarscht, dass sie einen Preis ausschreiben oder so gemacht haben. Naja, was soll's. 10. Mein erstes Haustier hieß Toppi. Toppi. Das war auch ein Meerschweinchen und ich weiß bis heute nicht, woher ich diesen Namen hatte. Toppi. Ich weiß nicht, ob ich den mir ausgedacht habe oder das irgendwie eine Figur in einem Trickfilm war oder so. Ich habe keine Ahnung. 11. Ich sammle Postkarten von allem und überall. Leider ist meine große, große Sammlung von früher als Kind, Teenager weggeschmissen worden, wo ich immer noch böse auf meine Mama bin. Die hat das damals so einfach weggeschmissen. Ich habe so viele Postkarten gehabt, Ansichtskarten, Postkarten, auch so von Tieren, Hunde, Katzen, Pferde. Da war ich und bin ich echt immer noch sackig drauf, dass meine Mama das damals weggeschmissen hat, aber gut. Ich sammle trotzdem weiter. 12. Ich liebe Sushi. Ich musste auch daran rangeführt werden, weil ich eigentlich kein Fischfan bin. Aber mit meinem Ex-Freund, der hat gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal. Und ich muss sagen, er hatte recht. Liebe und brauche viel, viel, viel Zeit für mich alleine, weil ich höchst sensibel bin. Ich liebe zwar auch Menschen, Natur und ich war früher auch auf vielen, vielen großen Veranstaltungen und Events, Konzerte, Festivals und. Ist oder ein normaler Familienbesuch oder Geburtstag. Ich brauche danach extrem viel Ruhe und Zeit mit mir selbst. Ja, meine Lieblingszahl ist die 11. Der 15. Mein Spitzname ist oder meine Spitznamen sind das 16. Fakt. Wenn ich meine Haustür abschließe, dann ruckel ich ganz, ganz, ganz kräftig dran und ziehe dran, um zu schauen, ob die Tür auch wirklich zu ist. Weil einmal habe ich festgestellt, dass ich die Tür zu hatte und zugeschlossen habe, dachte ich, aber die war gar nicht richtig eingerastet, weil an der Türklinke eine dicke Jacke von innen hing. Und
seitdem ich das weiß, dass die Tür auch vermeintlich zugeht und umschließt und die gar nicht richtig zu ist, rüttel ich da wie eine Besenkte dran, um zu gucken, ob die auch wirklich zu ist. Es könnte ja sonst sein, dass wenn ich wiederkomme, fremde Menschen in meiner Wohnung wären. Das ist so eine große Macke von mir geworden. Der 17. Fakt ist, ich mag Nougat. Nougat. So, so lecker. So, so lecker. Sein. Ich finde die Atmosphäre da irgendwie unbeschreiblich und wunderschön. Und immer wenn ich irgendwo bin, und dann suche ich die Kirche auf und schaue sie mir an und ziehe die Atmosphäre förmlich in mich auf. Ich liebe es. Und die sind mitunter so, so, so wunderschön. Der 19. Fakt ist, ich liebe das Meer. Ich liebe es. Vielleicht werde ich eines Tages am Meer leben. Das wäre so schön. 20. Fakt ist, ich trinke keine einfache Milch. Bekomme ich nicht runter. Ich kann Milch nur mit Kakao oder Bananen. Auch Cornflakes oder Müsli geht nicht mit purer Milch. Ich habe da einen ganz, ganz großen Ekel.